Gorilla Killer V2 oder Gorilla Killer 2.0. Wer es im ersten Video verpasst hat, da habe ich mir den Finger abgesägt. Der ist wieder nachgewachsen, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr verpasst habt, könnt ihr euch das Video auch nochmal reinziehen. Das Original, wie gesagt, V2, liebe Freunde, also die verbesserte Version. Hiermit wird das Öffnen der Chubby Gorilla Caps kinderleicht. Endlich Schluss mit Verletzungen und Sauereien. Geeignet für alle Chubby Gorilla Flaschen V2 und V3 von 30 Milliliter. Also von diesen schönen, das hier sind jetzt 60er, die gibt es dann nochmal halb so groß. Und dann einmal bis zu 120. So, stell dich mal da oben hin, dann sind die hier im Weg. Ja. Weitere Infos dazu hier, ne? Facebook Gorilla Killer, Gorilla Killer Official auf Insta und Homepage. Inhalt ein Gorilla Killer 2.0 schwarz-rot. Bliblablub, hier in so einer schönen Verpackung. Wir packen das Ding mal aus. Tada! Ja, so ist richtig rum und man sieht schon, das Ding ist nicht mehr aus Plastik. Vom Gewicht her merkt man nicht viel Unterschied. Aber es ist viel hochwertiger. Man fühlt es gleich, es glänzt mehr. Die Oberfläche ist leicht rau, aber sehr schön verarbeitet. Die Kanten auch super verarbeitet. Ja, also das gefällt mir sehr gut. Die Kanten sind auch schön sauber. Gefällt mir wirklich gut. Bei dem V1 war das nicht der Fall. Da ist auch nach einem paar Mal die Kante schon ein bisschen abgenutzt. Hier ist sie wirklich schön scharf und man hat wirklich das Gefühl, man hat hier was Hochwertiges in der Hand. Und so ist es auch. Ne, man hat hier kein Kunststoff mehr. Auch schön bedruckt hier das Ganze. Gar nicht mal so schlecht. Gorilla Killer. Ja, das hier oben ist natürlich wieder für die 30er und 60er Milliliter Flaschen und hier unten dann für die 100 und aufwärts. Ja, um das Ganze nochmal zu demonstrieren, setzt man hier einfach so ein bisschen an. Guck mal, ob ich noch näher rankomme. Rein in die Rille, Finger drauf, Cap ab, wunderbar. Und ja, das Ganze können wir natürlich auch nochmal hier mit der 120 Milliliter Flasche machen. Nehmen wir mal die große Seite dazu. Einmal hier zack, zack, ran da. Hochhebeln und das Ding ist offen. Ja, vor allem mit so einem hochwertigen, schönen neuen Gorilla Killer. Das lässt sich auf jeden Fall sehen, wenn man dann da an seinem Tisch sitzt mit seinen Kumpels und man holt dann plötzlich da so einen Gorilla Killer raus und macht dann hier einen auf. Zack, zack, Jungs, guck mal, ich mach mal hier eben auf. Zack, weg, während andere gerade mal noch das Messer holen. So, das ist schon was Feines, muss man schon lassen. Preislich hat sich da auch einiges getan. Den gibt es jetzt schon für ungefähr, ich glaube, UVP 7,95 war es. Leute, das ist doch was, oder nicht? Also ich finde es super. Da kann man preislich nicht meckern. Das ist schon top im Vergleich zu dem alten. Ich zeige euch das mal. Ja, Leute, bitte. Hier gibt es nichts mehr zu meckern. Man sieht, ne, Leute, ich bitte euch. Also das ist, es hält länger. Es ist was Hochwertiges, ne? Es liegt gut in der Hand, verkratzt nicht so schnell, die Kanten sind, ja, nur, ja, wenn du jetzt natürlich da hingehst mit einer Bohrmaschine und bohrst drauf rum oder so, klar, aber richtig hochwertig, richtig schöne Kanten, richtig sauber verarbeitet, also noch besser geht's nicht, liebe Freunde. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Die meisten kennen es aus dem ersten Video, das ist jetzt hier der Gorilla Killer V2. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich werde das Ding auf jeden Fall immer auf dem Tisch liegen haben. Da geht das zack, 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 zack. Da brauche ich nicht immer in die Küche rennen und mir ein Messer holen. Und säbel ich mir nachher wieder den Finger weg. Erfüllt seinen Zweck. Preis-Leistung top. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles weitere in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr zugesehen habt und ciao.